Lieber Rolf Martin Schmitz, ich darf mich erstmal vorstellen. Mein Name ist Julian Wolf. Ich bin NLP- und Kommunikationstrainer. Und hier haben Sie auch meine genaueren Daten. Ich bin leicht zu finden, wenn Sie mit mir in Kontakt treten wollen. Sie, für alle die, die das nicht wissen, sind im Vorstand von RWE. Und RWE beziehungsweise Sie scheinen momentan ein bisschen einen Konflikt zu haben im Hambacher Wald mit den Aktivisten dort. Und ich dachte mir, ich gucke mir das mal ein bisschen genauer an, auch die Art, wie Sie kommunizieren, und gebe Ihnen ein paar Hinweise, die meiner Meinung nach aus kommunikativer Sicht ziemlich deutlich aufzeigen, warum die Art der Kommunikation von Ihnen diesen Konflikt immer weiter eskaliert. Fangen wir doch erstmal damit an, was ich heute in den Zeitungen gelesen habe, in dem Fall in Spiegel Online. Dort haben sie sich angeblich gegenüber dem Handelsblatt geäußert, genau, mit der Aussage, die Bundesregierung lässt uns im Regen stehen. Um das Ganze ein bisschen ausführlicher zu sagen, ihre Aussage war, ich habe kein Verständnis dafür, dass man ein Unternehmen, das sich im rechtlichen Rahmen bewegt, so im Regen stehen lässt, sagt RWE-Chef Rolf Martin Schmitz dem Handelsblatt. Das stimmt. Also in einem Punkt kann ich Ihnen recht geben, Sie bewegen sich im rechtlichen Rahmen. Wobei wir uns alle im rechtlichen Rahmen bewegen, ganz egal wie, auch wenn wir Straftäter sind. Ich nehme aber an, Sie meinen, im rechtlichen, legalen Rahmen bewegen sie sich. Und das stimmt. Das, was sie tun, ist legal. Und die Spektrum der Wissenschaft hat sehr schön dazu kommuniziert, legal, aber nicht legitim. Das kann ich gut nachvollziehen. Das sehe ich ähnlich. Und ich weiß immer nicht, ob es Sinn macht, die Legalität bis an die Grenzen auszunutzen, wenn man merkt, dass die Bevölkerung nicht dahinter steht. Ich habe nur den Eindruck, dass Sie das nicht wirklich merken. Das fängt schon mit dieser Schlagzeile an. Sie fühlen sich von der Bundesregierung im Regen stehen gelassen. Natürlich ist es metaphorisch gemeint. Es ist nicht so, dass Sie jetzt wirklich im Regen stehen und Sie darauf warten, dass Ihnen die Bundesregierung einen Regenschirm hinhält. Diese Metapher ist jedoch ungeschickt gewählt, weil momentan sowohl die Aktivisten als auch die Polizisten, die diesen Konflikt im Hambacher Wald ausbaden müssen, zum Teil wirklich im Regen stehen, weil es da unten wirklich regnet. Immer wieder. Ich meine, die Frage wäre jetzt natürlich an den Herrn Reul, warum man genau dann eine Räumung durchzieht wegen Brandschutzbestimmungen, wenn es regnet, und warum man die nicht im Sommer, als die Sonne geschienen hat und überall Brandgefahr war. Aber das ist ja jetzt nicht wirklich Ihr Problem. Ihr Problem ist, Sie fühlen sich im Regen stehen gelassen. Und jetzt gucke ich mir mal nur einzelne Teile von Ihrer Kommunikation an, die letztendlich meiner Meinung nach sehr nachvollziehbar zeigen, warum die Situation im Hambacher Wald so eskaliert und an welchen Stellen sie anders reagieren hätten können. So haben sie zum Beispiel geschrieben, nach dem Tod von dem Journalisten, die Annahme, dass der Forst gerettet werden kann, das ist Illusion. Und ich bin tief betroffen, dass für eine solche Illusion, für ein solches Symbol gestern ein Mensch gestorben ist. Also Nummer eins, fehlt meiner Meinung nach ein bisschen Feingefühl für das, was dort vor Ort wirklich passiert. Sie sagen, die Annahme, dass der Forst gerettet werden kann. Das ist natürlich sprachlich ein bisschen manipulativ, weil rein technisch handelt es sich nicht um einen Forst, sondern um einen Wald. Aber gehen wir mal darüber hinweg, das ist eine Sprache, wo ja schon lange versucht wird, dem Wald die Qualität zu entziehen, die sprachliche, die emotionale Qualität, und wo die Aktivisten natürlich sehr lange darauf hinarbeiten und sehr leidenschaftlich darauf hinarbeiten, bewusst zu machen, dass es nicht um einen Forst, sondern um einen wirklichen Wald geht, um einen 12.000 Jahre alten Wald. Natürlich, so eine Sprache regt die Aktivisten auf, dient nicht zu Deeskalation. Aber viel interessanter ist, dass sie sagen, dass ein Mensch für eine solche Illusion, für ein solches Symbol gestorben ist. Dieser Satz stimmt ja jetzt an mehreren Stellen nicht. Dieser Mensch ist nicht für dieses Symbol gestorben. Er war als Journalist da, er wollte berichten. Wenn er für etwas gestorben ist, und das war ein Unfall, er ist ja nicht hin und hat gesagt, ich will dafür sterben.
wenn er für etwas gestorben ist, dann dafür zu berichten über die Situation und nicht für das Symbol. Also, das wirklich Schlimme daran finde ich aber die Kombination für eine solche Illusion, für ein solches Symbol. Sie sehen den Hambacher Wald nur noch als Illusion und Symbol. Erst einmal, Illusion und Symbol sind zwei völlig verschiedene Dinge. Das eine kann das andere bedeuten, aber das tut es nicht zwangsläufig. Das zweite ist, wenn Sie nicht verstehen, warum Menschen für Symbole sterben. Symbole stehen für Werte, für Überzeugungen. Symbole sind unheimlich stark und manchmal stärker als die Realität. Wenn Sie jetzt hergehen und sagen, der Hambacher Wald, so ähnlich hatten Sie es, wenn ich mich recht erinnere, bei Maybrit Illner formuliert, der ist eh nur noch ein Symbol und hat keine Bedeutung. Ja. Gehen Sie doch mal zum Beispiel zur katholischen Kirche und sagen Sie, hören Sie zu, das Kreuz ist doch eh nur noch ein Symbol. Das können wir doch auch durch einen Kreis ersetzen. Oder was auch immer. Oder dann gucken Sie sich an, wie unsere Regierung auf das Symbol von Hakenkreuzen reagiert. Stellen Sie sich da auch hin und sagen, das ist doch nur ein Symbol? Nein. Wir haben eine Rechtslage, die auf Symbole reagiert, sehr stark reagiert. Wir haben Kirchen, die über tausende von Jahren Symbole aufbauen und sie sagen, der Hambacher Wald ist nur noch ein Symbol. Da haben sie die Verbindung einfach nicht verstanden, dass diese Symbolik unheimlich wichtig ist. Und wenn Sie die Symbolik an der Stelle nicht respektieren, ist es nachvollziehbar, dass Sie keine Verbindung zu dem aufbauen können, worum es den Aktivisten wirklich geht. Gehen wir doch einfach mal einen Schritt weiter. Nämlich, Sie haben, wo war das? RWE-Chef bleibt im Streit um Hambacher Forst hart. Am 27.09., ich weiß nicht mehr in welchem Rahmen, ich sehe das hier im Handelsblatt. Nach Schmidts Worten wird der Hambacher Forst in Anführungsstrichen zu Unrecht zum Symbol im Streit um die Kohle gemacht. Lieber Herr Rolf Martin, ist Ihr zweiter Name richtig? Ich muss gerade noch mal gucken. Rolf Martin Schmidts, genau. Lieber Herr Rolf Martin Schmidts. Ob der Hambacher Wald zu Recht oder zu Unrecht zum Symbol wird, liegt nicht in Ihrem Ermessensspielraum. Ich glaube auch nicht, dass sich Shell vor ein paar Jahrzehnten gewünscht hat, dass die Brand Spa zu einem Symbol für den Schutz der Ozeane wird. Es gibt viele Symbole, die entstanden sind und Menschen, die damit zu tun hatten, hätten das nicht gerne. In Ihren Augen, in Ihren persönlichen Augen, ist der Hambacher Forst zum Unrecht zu einem Symbol geworden. Jetzt haben Sie in den letzten Wochen alles, was ich gefunden habe, eine gewisse Überheblichkeit an den Tag gelegt oder ein Verhalten, das auf mich überheblich gewirkt hat. Wenn ich mir zum Beispiel anschaue, wie Sie in einer Talkshow sitzen und sagen, dass der Hambacher Forst, Hambacher Wald, je nachdem, nicht mehr zu retten ist und außerdem würde das 4 bis 5 Milliarden Euro kosten. Das ist die Aussage, ich zitiere hier mal aus der WAZ. Nee, Entschuldigung, ich bin falsch. Aus der Rheinischer Anzeigeblätter, keine Ahnung. Ich sage es nur dazu, um hier vollständig zu sein. RWE hält an Rodung fest. Schmidts Doppelpunkt Verzicht würde 4 bis 5 Milliarden Euro kosten. Ja, Herr Schmidt, das sind zwei verschiedene Aussagen. Nicht möglich ist nicht möglich und 4 bis 5 Milliarden sind 4 bis 5 Milliarden. Wenn es wirklich nicht möglich wäre, den Hambacher Forst, Schrägstrich Wald, zu retten, ist die Frage, wo kommt die Zahl her? Wenn die Zahl darauf hindeutet, dass das die Kosten wäre, wenn nicht weiter gerodet wird und der Wald gerettet wird, dann würde die Aussage, es ist nicht möglich, nicht stimmen. Im Prinzip müssen Sie sich für eine Richtung entscheiden. Entweder Sie müssen sagen, es ist nicht möglich, dann spielt der Preis keine Rolle, weil wenn es nicht möglich ist, ist es nicht möglich. Oder Sie sagen, es würde 5 Milliarden kosten. Dann ist es tatsächlich nur eine reine Preisfrage. Und bei der Preisfrage ist es natürlich sehr ungünstig, solche Zahlen in den Raum zu werfen, kurz nachdem wir mit Hunderten von Milliarden die Banken gerettet haben.
Letztendlich kommt da für mich nachvollziehbar bei den Menschen das Gefühl an, unsere Banken sind uns Hunderte von Milliarden Euro wert und unser Wald noch nicht einmal fünf. Das mag richtig oder falsch sein, darüber will ich mit Ihnen gar nicht diskutieren. Da können sich kluge Köpfe zusammensetzen und fragen, ob das stimmt, ob man das so vergleichen kann. Es geht darum, die Emotionalität aufzugreifen und zu verstehen, dass die Menschen, die im Hambacher Wald sich an Bäumen anketten, ganz tief in ihrem Inneren Werte haben, die mit Geld nicht so viel zu tun haben wie in ihrer Welt wahrscheinlich. Weil in ihrer Welt, ich will das nur mal nebenbei einwerfen, laut Watz, da ist hier die Schlagzeile, 3,5 Millionen Euro. Verdi ist das Gehalt des neuen RWE-Chefs zu hoch. Also Verdi ist der Meinung, sie verdienen zu viel Geld. Unabhängig davon, was Verdi der Meinung ist. Ich denke, Menschen können schon viel Geld verdienen, wenn sie gut sind und fähig sind. Ich denke, für 3,5 Millionen Euro kann man schon eine gewisse Leistung fordern. Ich denke, sie werden da relativ gut bezahlt. Ich meine, rechnen muss man hoch. 3,5 Millionen durch 12 Monate sind 250.000 Euro im Monat. Ein Ticken mehr. Und für 250.000 Euro im Monat stehen Sie ja nicht wirklich im Regen, sondern Sie sitzen auf einem wahrscheinlich sehr bequemen Stuhl und im Regen stehen die Menschen, die kein Geld verdienen. Naja, die klettern auf Bäumen rum im Regen. Wenn sie noch eine Plattform haben, stehen sie. Und wenn sie die Plattform abgerissen haben, dann stehen die halt nicht mehr, sondern halten sich am Baumstamm fest. Stehen tun dagegen im Regen die Polizisten, die da unten sind. Und wahrscheinlich werden die noch sehr, sehr lange da unten stehen, genauso wie die Aktivisten sehr lange in den Bäumen hängen. Und das ist schade, weil es meiner Meinung nach durchaus Möglichkeiten gibt zu deeskalieren. Was dafür aber passieren müsste, lieber Herr Schmitz, Sie müssten in der Lage sein, in eine Kommunikation zu gehen. Und mit diesen Menschen, die da in den Bäumen hängen, ist inzwischen mit Vernunft nichts mehr zu machen. Also mit Vernunft im Sinne von rationaler Diskussion. Dafür sind diese Menschen viel zu oft verarscht worden, haben viel zu oft irgendwelche Versprechen gehört. Es geht um Taten. Und die erste Tat, die wichtig wäre, meiner Meinung nach, wäre diese Menschen, als emotional fühlende und sehr verantwortungsbewusste Menschen zu respektieren. Kein Einziger oder jeder Einzelne von denen ist genauso viel wert wie Sie als Mensch. Es spielt keine Rolle, ob jemand ein Einkommen hat oder nicht, ob jemand 3,5 Millionen Euro verdient im Jahr oder mit 3,50 € übers Jahr auskommt, weil er die meisten seiner Sachen aus dem Wald erntet. Jeder einzelne Mensch dort ist genauso ein fühlendes Wesen wie Sie. Und aus Sicht der Aktivisten können sie sich hinter 3,5 Millionen verschanzen und hinter der Rechtslage und sagen, es geht mich nichts an. Und das führt natürlich zu der Eskalation. Dass sie an der Stelle jetzt sagen, sie fühlen sich von der Bundesregierung im Stich gelassen. Es wäre ja auch wieder ein Schritt nach vorne, wenn sie nachvollziehen können, dass sich die Aktivisten auch im Stich gelassen fühlen. Wir sprechen hier nicht davon, dass die Menschen voneinander getrennt sind oder sein müssen. Wir sprechen davon, dass eine Deeskalation dann stattfindet, wenn man sich aufeinander zubewegt. Und in all ihrer Kommunikation haben sie maximal ihre Position beibehalten und deutlich gezeigt, dass sie keinen Schritt davon nachgeben. An vielen Stellen meiner Meinung nach aber die Distanz noch vergrößert. Eine Aussage wie, das sind doch alles Kriminelle, ist pauschaliert oder pauschalisiert. Bringt die Ihnen was? Weil ganz im Ernst, wenn Sie kommunizieren, dass die Menschen dort alles Kriminelle wären, glauben Sie wirklich, dass dieser Satz irgendwo hinführt, dass ein solcher Vorwurf irgendwas bringt? Dieser Satz ist meiner Meinung nach noch sinnloser
also in seiner Wirkung, als die illegale Besetzung von Bäumen. Die illegale Besetzung von Bäumen ist etwas, da stehen die Menschen dahinter und sie bewirkt was, sie führt in die Nachrichten und ähnliches. Die Kriminalisierung von den Menschen. Ja, da steht Rationalität gegen Herz. Deswegen gehe ich nochmal drauf ein. Ihr Job ist es meiner Meinung nach, die Ebene zu finden, auf der sie mit den Aktivisten reden können. Und die Ebene geht eben nicht durchs Hirn, sondern durchs Herz. Und ich weiß, wie schwer das ist. Ich weiß, wie viele Jahre meines Lebens ich gebraucht habe, um ein bisschen aus meinem Kopf rauszukommen, ein bisschen mehr im Herz anzukommen. Ich weiß, wie schwer das ist. Und deswegen habe ich so großen Respekt vor den Menschen, die da sind und die fühlen, worum es geht. Und die fühlen, dass es um ein Symbol geht, das weit größer und weit strahlkräftiger ist als zum Beispiel ihr Firmensymbol oder Firmenname RWE. Der Hambacher Wald hat diese Stärke, hat diese Strahlkraft. Und wenn Sie diese Rodung durchführen, dann habe ich die Befürchtung, dass das Ganze nur noch immer schlimmer wird. Das führt zu einer Eskalation. Herr Schmitz, wie verbleiben wir? Ehrlich gesagt, glaube ich gar nicht, dass meine Worte bei Ihnen ankommen. Ich glaube es nicht. Ich glaube aber, dass ich einen ganz kleinen Hauch bessere Chancen habe, Sie rational zu erreichen, als die Menschen, die im Wald sind. Einfach, weil ich weiß, was es heißt, im Kopf festzustecken und nicht mehr so viel fühlen zu können. Und deswegen will ich Ihnen zumindest anbieten, wenn Sie bereit sind, wenn Sie Lust haben, unterstütze ich Sie gerne dabei, in Kommunikation zu gehen. Und braucht man noch nicht mal offiziell zu machen, wenn Sie das lieber im Geheimen machen. Aber ich bin gerne bereit, Sie zu unterstützen und ich sage auch dazu, ich werde nicht Partei ergreifen. Wenn es mein Job ist, eine Kommunikation zu ermöglichen, dann geht es mir darum, eine Kommunikation zu ermöglichen. Ich bin der Überzeugung, dass Menschen sich aufeinander zubewegen können. Ich bin der Überzeugung, dass Menschen letztendlich miteinander zusammenkommen. Bei unseren Seminaren verabschieden wir uns manchmal am Ende mit dem, ich glaube, Honi nennen wir das. Hat ein Trainer von mir mal reingebracht. Das finde ich sehr schön, mache ich immer wieder sehr gerne. Da berührt man sich an der Stirn und da gehören noch ein paar Sachen dazu. Und dann nimmt man gleichzeitig einen tiefen Atemzug, während man sich wirklich mit dem Gesicht sehr nahe ist. Einmal tief einatmen. Und die Bedeutung davon ist, wir atmen beide in dieselbe Luft. Sie, Herr Schmitz, ich, Herr Schmitz und die Aktivisten im Hambacher Wald, die Polizisten im Hambacher Wald, die Politiker und die inzwischen, glaube ich, Millionen von Bürgern, die hinter dem Hambacher Wald stehen und zu Hause Kohlestrom verbrauchen. Wir atmen alle in dieselbe Luft und wenn wir uns das bewusst machen, dann können wir auch verstehen, dass jeder Mensch aus seiner Sicht Recht hat. Und erst der Respekt davor, dem anderen zuzugestehen, dass er auch aus seiner Sicht Recht hat, ermöglicht das Gespräch und das Miteinander. Das Problem ist momentan, dass es wenige Menschen sind, die den Hambacher Forst gerodet sehen wollen. Und dass es sehr viele Menschen gibt, die den Hambacher Wald erhalten wollen. Und es gibt wenige Menschen, die viel Geld reinstecken, viel Geld daran verdienen, den Hambacher Forst zu roden. Und es gibt viele Menschen, aber nicht so viel Geld auf der Seite, die den Hambacher Wald erhalten wollen. Nur, wenn wir akzeptieren, dass jeder einzelne Mensch zählt, dann ist jemand, der 3,5 Millionen dahinter stehen hat, im Jahr nicht mehr wert als jemand, der Hartz-IV-Empfänger ist. Oder, ich glaube, das sind die wenigsten dort, oder einfach sich ausgeklinkt hat und auf eigenen Füßen steht, ohne viel Geld zu verdienen. Und das ist das große Problem. Das sind viele Menschen und die lassen sich nicht von viel Geld beeindrucken.
Also, Herr Schmitz, ich hoffe, ich konnte Ihnen damit bewusst machen, dass ich, wo immer ich eine Chance sehe, an der Stelle vermittelnd eingreife. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn es eine Möglichkeit gibt, hier die Aktivisten, die Polizisten, die Politik und Sie auch nur ein kleines bisschen näher zusammenzubringen. Aus dem Gedanken heraus, wir atmen alle dieselbe Luft, wir trinken dasselbe Wasser und im Long Run, wir bestehen aus denselben Bausteinen, wir gehören derselben Spezies an. Sie haben gesagt, und ich habe es am Anfang von dem Gespräch gesagt, Sie haben gesagt, Sie fühlen sich im Regen stehen gelassen. Ich will Ihnen jetzt eine andere Metapher geben. Und ich will Sie einladen, die auch in Ihren künftigen Presseerklärungen zu nutzen, weil die sich in alle Richtungen nutzen lässt. Sie sind ein Baum, ich bin ein Baum, die Aktivisten sind ein Baum, wir alle sind Bäume. Und unser aller Land ist ein Wald. Und es gibt Bäume, die gefällt werden müssen. Und es gibt Bäume, die stehen bleiben sollten. Es ist nicht gut, wenn wir alle Aktivisten fällen. Und es ist nicht gut, wenn wir alle Großunternehmen fällen. Und es ist nicht gut, wenn die Bäume gegeneinander kämpfen. Das ist nicht gut für den Wald. Wenn Sie das verstehen, wenn Sie verstehen, dass auf der Gefühlsebene wir alle zusammenhängen, dass wir so zusammenhängen, wie die Bäume in einem Wald zusammenhängen, dann können wir da mit Sicherheit einen ersten Schritt draus machen, der die Menschen zusammenbringt. Und das wäre schön. Und ich würde mir wünschen, dass dieses Zusammenkommen passiert, bevor es zu weiteren großen Unfällen und Unglücken im Hambacher Wald kommt. Denn die Kriminalisierung bringt nicht viel. 6 Jahre lang gab es keinen Unfall. Kaum fängt die Räumung an, gibt es einen Unfall nach dem anderen. Natürlich, die Polizei, es hat jetzt mit Ihnen direkt nichts zu tun, und die Polizei sagt, wir waren nicht da. Mir ist es einfach völlig egal. Ich gucke mir nur einfach das Ergebnis an. Und so wie die Kommunikation momentan läuft, nimmt das zu und nicht ab. Und das fände ich sehr, sehr schade, weil wenn es zu mehr Unfällen kommt, wenn es zu mehr Druck kommt, dann gibt es auf beiden Seiten viel mehr Bäume, die fallen. Und damit meine ich die unserer Gesellschaft und nicht die im Hambacher Wald. Ja, Herr Schmitz, es würde mich freuen, wenn wir einen Weg finden, weiterzukommen. Und ich stelle mich gerne zur Verfügung, hier vermittelnd einzugreifen. Wenn Sie das nicht tun, womit ich rechne, dann möchte ich Ihnen wenigstens raten, für Ihre künftigen Presseaussendungen und Ähnliches einen guten Pressesprecher zu wählen. Weil ganz ehrlich, die Sachen, die Sie gesagt haben und geschrieben haben, das sind so böse Frontalangriffe an die Aktivisten, denen ist ansehbar, dass sie letztendlich nur zu mehr Wut auf Sie und auf RWE fühlen. Und von daher wäre es gut, wir würden alle zusammen einen neuen Ton finden und alle zusammen bereit sein, über wirkliche Alternativen nachzudenken. Vielleicht, ganz vielleicht, findet sich ja sogar ein Weg, bei dem die Aktivisten sagen, wow, wir wissen jetzt, was von Ihrer Seite aus kommt, und es kommt etwas, was wir wirklich respektieren und anerkennen können. Und auf der Ebene können wir vielleicht sogar in einer gewissen Form, nee, das kann ich nicht aussprechen, ich will es nicht aussprechen, weil dann sagt irgendjemand sofort nein. Und trotzdem glaube ich, wir können einen Weg miteinander finden. Es ist möglich. Und Herr Schmitz, wenn Sie bereit sind zu sagen, Sie setzen sich dafür ein, einen Weg miteinander zu finden, ich bin's auch. Lassen Sie es sich gut gehen und denken Sie bitte immer dran, wir atmen alle dieselbe Luft. Wir sind enger miteinander verbunden, als Sie sich das wünschen. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.